Hallo und herzlich willkommen zu Taipan TV. Mein Name ist Sascha Keller von Lenz und Partner. Heute habe ich als Gast Thomas Bob, mit dem ich über den Einsatz von Saisonalitäten sprechen werde. Wer Thomas Bob noch nicht kennt, Thomas Bob betreut zwei Börsenbriefe und gibt auch sein umfangreiches Fachwissen aus über 40 Jahren Börsenanalyse in Fachartikeln weiter. Das ist gut für uns, denn er tut es noch heute, nämlich bei uns im erscheinenden Monatsmagazin Taipan Insight, welches Sie kostenlos bei der Anmeldung zum Newsletter unter www.lp-software.de zugeschickt bekommen. So, nun geht's aber auch los. Da ist auch schon. Hallo Thomas, grüß dich. Schön, dass du da Hallo, bist. wie Hallo. läuft's? Ganz gut, ganz gut. Bei Ja. uns ist schönes Wetter. Ja. Dann ist es immer gut. Ja. Thomas, meine erste Frage wäre, seit wann arbeitest du eigentlich schon mit Saisonalitäten? Also, man muss ja dazu sagen, ich bin ja schon etwas älter, wie man sieht. Ich bin seit über 40 Jahren in der Börse tätig oder vielmehr habe vor 40 Jahren angefangen mit allen möglichen Techniken, mit Charttechnik und komme eigentlich als von der Zyklusanalyse. Ich hatte mal einen Börsenbrief, der hat gehießen, der Zyklusanalyst, und der hat einfach Wellenbewegungen aufgrund der Zeit in den Kursverläufen, habe ich herausgefunden, wo es zum Tief und zum Hoch kommt. Und mit der immer verbesserten Computertechnik und den Programmen, die es da gibt, wie auch jetzt hier bei Taipan, ist natürlich dann die saisonale Analyse noch dazugekommen, weil die halt auch, gerade wenn man amerikanische Aktien handelt, besonders gut funktioniert. Da gibt es zum Beispiel Aktien, die schon 20 Jahre lang immer zum gleichen Zeitpunkt im gleichen Zeitraum steigen. Und das ist schon faszinierend. Ja, absolut, absolut, ja. Kommen wir mal zu Taipan. Also Taipan bietet ja mit dem Modul saisonale Analyse jeden Anwender, sage ich mal, die Möglichkeit, mit nur 2 bis 3 Mausklicks sich die, ich sag mal, treffsichersten Handelskandidaten zum Kauf oder Verkauf weltweit innerhalb von weniger Sekunden anzeigen zu lassen. Was gilt es denn da zu beachten, wenn man die entsprechenden Kandidaten dann näher untersucht? Also, es ist ja nur, man kann sagen, es ist eigentlich die saisonale Analyse ist ein selbstadjustierendes Handelssystem. Das gibt einem die Hinweise, welche Aktien man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt näher anschauen soll. Und dann sollte man natürlich die Charttechnik nutzen, soll Unterstützung, Widerstand, den Trend mit gleitenden Linien, vielleicht noch Indikatoren einfügen und dann anhand dieses Charts entscheiden, ob man dann überhaupt die Aktie wirklich kaufen soll. Ja, das sind halt solche Sachen, die wirklich wichtig sind. Man kann nicht einfach sagen, ich kaufe jetzt die Aktie XYZ zum 5.3. und verkaufe die zum 25.3., wenn der Gesamtmarkt sich im Bärmarkt befindet. Ja, das sind halt solche Sachen. Du hast ja den Namen Platin Nuggets, ich sag mal, für spezielle hochtreffsichere Aktien aufgrund der saisonalen Analyse kreiert. Kannst du uns bitte kurz erklären, wie du darauf kamst und was das überhaupt ist? Also Platin Nuggets kommt eigentlich aus Amerika. Das waren eigentlich mal die Golden Nuggets. Da gab es einen Börsenbrief halbjährlich. Das war ein Katalog. Der hat für die Commodities-Märkte, also für die Rohstoffe Gold, Silber, Schweinebäuche, hat er jeden Monat eine Liste gemacht mit seinen Golden Nuggets, die als Beispiel vom 5. Februar bis zum 20. April steigen. Das waren Futures. Und ein Golden Nugget musste 5 Jahre lang immer steigen zu diesem Zeitraum oder fallen. Also es war eine hundertprozentige Treffsicherheit musste da sein. Und ich habe das Ganze noch erweitert um 2 Jahre, weil 5 Jahre ist ja etwas wenig, 7 Jahre ist dann schon besser. Und habe das dann Platin Nuggets genannt. Und diese Platin Nuggets, die kann man dann halt auch mit dem saisonalen Modul filtern. Könntest du uns dann einmal kurz zeigen, wie du da in dem Taipan-Modul saisonale Analyse vorgehst? Ja, also dann zeige ich mal meinen Bildschirm. Fangen wir mal an. So, jetzt mache ich erstmal das Bild hier weg. Hier haben wir es schon. Also, ich hatte ja vorhin angesprochen, dass es in Amerika hochtreffsichere Aktien gibt, die schon seit 20 Jahren steigen oder fallen. Und hier sehen Sie erstmal,
welche Aktien in Amerika 19 oder beziehungsweise 20 Jahre lang immer zum gleichen Zeitraum gestiegen und gefallen sind. Das sind die vier Aktien, die natürlich jetzt nicht zum Einstieg blasen, sondern irgendwann in naher Zukunft. Können wir uns mal anschauen, kurz, und dann machen wir mal eine Platin-Nugget-Analyse. Ist ja das Schöne im Chart, dass halt die Software diesen Zeitraum hier einfügt, wann die Aktie dann steigen soll, und zeigt natürlich auch sehr schön an, wohin die steigen soll und wie hoch der Durchschnittsgewinn ist. Hier sehen wir, ist noch einige Zeit, aber hier würde ich zum Beispiel sagen, bei dieser Aktie, wenn wir hier den Widerstand zu diesem Zeitpunkt hier überschreiten, dann könnte man zum Beispiel die Aktie kaufen. Hier zeigt ja nochmal momentan nichts an. Hier haben wir zum Beispiel die Aon-Aktie. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man die Charttechnik mitbenutzt beim Ein- und beim Ausstieg. Die Aktie ist ja sehr schön eigentlich am Anfang im letzten Jahr gestiegen, hat aber dann irgendwann mal gegen dem Wertpapier die Luft aus. Man sollte halt, wenn man eine Aktie erwirbt, möglicherweise hier so eine Ausbruchslinie einfügen und dann die Aktie erwerben, wenn, wie man hier sieht, diese Linie überschritten wird. Und das ist natürlich dann hier zu diesem Zeitpunkt wieder der Fall. Sehr schön gefällt mir diese Aktie hier. Vielleicht sieht man das. Ja, die hat natürlich wunderbar funktioniert, oder, Sascha? Absolut, absolut. Ja, da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, die sollte ungefähr 29% steigen und ist wirklich in der Tat 29% gestiegen. So, jetzt machen wir mal ganz einfach die Platin-Nuggets. Also hier sehen wir ja das saisonale Modul. Und ich stelle jetzt hier mal ein von 25 bis 200 Tagen. Minimumgewinn wollen wir natürlich nicht 10% haben, sondern 25. Die Wahrscheinlichkeit ist 100% und die saisonale Jahre machen wir halt jetzt mal nicht 7, sondern 8. Und dieses Minimum-Ranking bedeutet ganz einfach, die Software tut noch das Chance-Risiko-Verhältnis bewerten. Wenn wir natürlich hier eine 1 eingeben, dann ist der Gewinn manchmal genauso hoch wie der Verlust. Und aus dem Grund stellen wir hier eine 10 ein, dass also der Gewinn deutlich höher ist als der mögliche Verlust, wenn es mal zwischenzeitlich im Haltezeitraum in den Keller geht. So, und jetzt kommt's, Achtung. Das dauert natürlich etwas, weil wir haben hier einen Katalog von knapp 7.000 Aktien. Ja. Also die amerikanischen Werte und die deutschen Werte, noch ein paar andere internationale Aktien. Heißt also, in 2-3 Sekunden ist das nicht abgearbeitet, aber wir haben hier halt schon mal eine Wartezeit von nur knapp 30 Sekunden. So, und jetzt warten wir einfach mal, was hier als Liste ausgespuckt wird. Geht aber trotzdem sehr schnell, ne? Für die Titelanzahl ist das schon enorm. Und hier oben sieht man halt, von wann der das Ganze untersucht. Das ist die Minimumhaltedauer. Und hier hinten, das ist die Maximumhaltedauer. Und da kann man dann entscheiden, welche Aktie sich man da anschaut. Hier haben wir jetzt natürlich eine sehr schöne große Liste. Die kann man abspeichern. Ist natürlich klar, dass sehr viele amerikanische Aktien hier rauskommen, weil halt da die Welt noch in Ordnung ist, muss man ja mal sagen. Da wird richtig spekuliert, da verdienen die Leute ihre Gelder auch privat, die haben keine Rentenversicherung, die kriegen nicht so viel Rente wie bei uns. Und aus dem Grund ist es halt auch so, dass da viel mehr spekuliert wird. So, und jetzt haben wir mal hier, was haben wir hier? 1.10. So, 9. haben wir jetzt mal, gehen wir mal zurück. Wo hat er das? Hier kommen wir der Sache schon näher. So, hier haben wir jetzt mal, ich nehme jetzt mal einen deutschen Wert, der genau morgen als Beispiel zum Einstieg bläst. CTS Event Team. Das drücken wir mal hier drauf. Und dann kommt diese Aktie. So, hier habe ich natürlich einige ältere Analysen noch. Die kann man natürlich löschen. Aber wir machen jetzt mal eine Analyse. Die Aktie steht vor einer massiven Widerstandszone.
Das machen wir mal weg. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Man wartet, bis die Aktie zurückfällt, bis an die 200-Tage-Linie und baut eine Long-Position auf. Oder aber man wartet, bis der Abwärtstrend gebrochen ist und gleichzeitig diese rote Widerstandszone überschritten wird. Dann würde ich die Aktie hier als Kauf in Erwägung ziehen. Jetzt ist das natürlich noch nicht der Fall, weil wir befinden uns ja in einer Seitwärtsrange. Kann natürlich auch sein, dass das vielleicht in diesem Jahr erst später kommt oder so. Das kann man ja jetzt nicht sagen. Wir müssen den Chart ja so analysieren, wie er hier ist. Und so geht man halt bei der Auswertung von Aktien aufgrund der saisonalen Gegebenheiten vor. Die Amerikaner sind ja da auch, glaube ich, so die Vorreiter der Charttechnik, oder? Ist das nicht so, Thomas? Na ja, gut. Seit den 40er Jahren gibt es die Bibel, die kommt aus Amerika, die Bibel der Charttechnik. Da gab es Monatshefte, die ungefähr 1.200 Charts den Leuten einmal im Monat verschickt haben, und die Amerikaner haben sich über diese Chart gesetzt und da die Linien eingezeichnet. Also alles, was mit Charttechnik zu tun hat, funktioniert in Amerika wesentlich besser, weil das sind ja auch die Umsätze da an der Börse. Ja. Das heißt, die kleinste Aktie hat hier manchmal schon mehr Umsatz als in Deutschland an DAX-Wert. Das sind halt so die Gründe. Die Optionsmärkte, wir können in Amerika auf über 3.400 Aktien Optionen handeln. Da werden manchmal in einer Aktie am Tag mehr Optionen gehandelt als wie an der ganzen Eurex hier in Deutschland. Das ist schon sensationell. Wahnsinn, ja, absolut. Gibt es denn eine Aktie, sag ich mal, an der du dich aus der jüngsten Vergangenheit immer noch erinnern kannst, bei dem diese Saisonalität unglaublich gut funktioniert hat? Die suche ich jetzt gerade raus. Ich muss das Bild zeigen, was wir damals eigentlich in dem Taipan Insight hatten. Ja. Weil da ist nämlich noch wirklich alles eingefügt. Die Aktie hatte ich empfohlen in meinem Börsenbrief. Das war die 3D-Aktie. Die 3D-Systems, ne? Genau. 3D-Systems. Ja. Saisonal komplett. Ah, hier haben wir sie. So, die zeige ich jetzt hier nochmal. Die hatte ich meinen Lesern hier unten empfohlen, und zwar nicht als Aktie selber, sondern über ein Bonuszertifikat. Das heißt, ein Bonuszertifikat verdient auch Geld, wenn die Aktie beispielsweise über 6 Dollar bleibt. Natürlich wollten wir eigentlich nur, dass die Aktie ein bisschen steigt, hier bis in den Bereich von 14, 15 US-Dollar. Die Aktie befand sich in einer Seitwärtsrange, sieht man natürlich hier nicht. Und dann ist die natürlich aufgrund dieser Wall Street Bets um 680% gestiegen. Das ist das, was eigentlich am meisten Spaß macht, wenn man denn bei so einem Wert richtig dabei ist. Ja, 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 das glaube ich. Ja, klasse, da sieht man wirklich, wie das wirklich funktioniert. Ne? Das ist wirklich. Funktionieren kann. Wir haben ja keine Glaskugel, wo wir reingucken können. Ja. Das ist richtig. Ne? Und die Aktie, die ist ja jetzt schon, die ist hier, das ist vom Mitte Mai, da ist sie zurückgefallen bis auf 20 und steht jetzt, glaube ich, schon wieder im Bereich von ungefähr, ich glaube, 40 Dollar oder so. Ja, also, ja. Ist schon klasse. Ja. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und und ich freue mich, wenn wir uns dann mal wiedersehen. Wünsche noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Danke. Tschüss. Danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Thomas Bob. Und wenn auch Sie mal schauen möchten oder nachprüfen möchten, ob die 3D-Systems auf 40 Dollar hochgegangen ist, können Sie das gerne natürlich im Taipan End of Day einmal nachprüfen und dann im Seasonal-Modul. Für alle die Taipan noch nicht ihr eigen nennen, können gerne einmal auf unsere Internetseite gehen, das ist www.lp-software.de, und sich dort eine kostenlose 4-wöchige Testversion von Taipan End of Day herunterladen. Denken Sie dabei auch an unseren kostenlosen Newsletter und freuen Sie sich natürlich auf viele weitere Folgen von Taipan TV. Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Vorschläge zu neuen Videos unter info@lp-software.de. Alle Links und Hinweise, übrigens auch zum kompletten Video von Thomas Bobs Saisonalitäten, finden Sie unter dem Video in der Infobox.
Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.